Servus und willkommen bei The Wandering Village. Wenn ich krieg dieses Wort nicht ausgesprochen. The Wandering. Ich will mal immer so ein Wandering, The Wandering draus. So, Kurzfassung, wir bauen eine Siedlung auf dem Rücken von einer riesigen Kreatur, weil die Welt voll mit Gift ist. So. Und ich habe schon mal versucht zu starten. Auf dem Höchsten. Ich sag's euch, das war ganz böse. Das war ganz böse gewesen. Driven from our homes by the toxic spores, we kept wandering, looking for shelter. Aber die Welt ist auch böse. But not in our wildest dreams did we imagine what we would find. So, und das Besondere an diesem Spiel ist nicht nur, dass wir eine Siedlung auf dem Rücken von einer Kreatur errichten, sondern dass wir die Kreatur auch pflegen und leiten müssen ein bisschen. So, jetzt pennt noch die Kreatur, das heißt, wir haben jetzt noch ein bisschen Glück hier. So, nur ausgewachsene Sachen. Wir brauchen auf jeden Fall Stein, wir brauchen auf jeden Fall Holz. So, ein Stein wächst eh nicht nach. Das taucht zwar ab und zu mal auf, aber das kann ich ja ganz entfernen. So, am besten, ich habe 16 Leute, in einem Zelt ist Platz für 8, Platz für 2, so, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, und falls noch Leute dazu kommen, machen wir gerade mal die 10 voll, Forschungsgebäude hierhin, Trampelfahrt da durch, so, Materiallager, Wassertank, Silo. Das heißt, Nahrung, Wasser und Materialien werden jetzt gesammelt. Luftbrunnen. Erfahrungsgemäß brauche ich da eh immer einige, also bauen wir mal 3 Stück. So, und den ersten Bauernhof. Ach guck mal, den ersten Bärensammler bauen wir gerade da hoch. Effizienz 36, ist das okay? Habe ich hier irgendwie eine bessere Möglichkeit? 49. 27, 36. Das Beste, was ich da rausholen kann, war hier irgendwo. 49, ja. Dann mache ich das doch. Und den Bauernhof baue ich dann mit gutem Gewissen. Einen da und einen da. So, dann fang einfach jetzt mal an zu bauen. Wir sehen hier oben rechts übrigens die Bedürfnisse unseres Onbus, unseres Tieres. So. Arbeiterposten ist jetzt erstmal ganz wichtig, dass wir den ausfüllen. Gut, bevor die jetzt an die Ressourcen gehen, fangen die erstmal an, die Wege zu bauen. Ist auch in Ordnung, da bewegen sie sich schneller. Und außerdem, was sie unterwegs fällen und abbauen und alles, sind ja Ressourcen, die ich dann schon direkt gewinne. Passt also. Thank you.
So, also da brauchen wir erstmal alle. Alle Aufgaben. Generalist abbauen, transportieren, alles. So, Ombu schläft noch, das heißt, wir haben noch ein bisschen Zeit. So, ich werde hier noch einen Kräutergarten errichten. So, und hier werde ich Pilze anbauen. Für Onbu. Dann habe ich jetzt erstmal die wichtigsten Gebäude errichtet. Jetzt ist erstmal sowieso der Abbau und Transporten alles wichtig. So, baut jetzt erstmal hier die Wohngebäude. Ja, die Luftbrunnen reichen mit einer mit 1. Genauso wie hier die Materiallager, die reichen mit 2. So, die Luftbrunnen ziehen, wie der Name schon sagt, aus der Luft Wasser. Je nachdem, wo ich bin. Jetzt in dem Gebiet habe ich zum Beispiel eine sehr gute Möglichkeit. Wenn ich jetzt allerdings wenn ich jetzt in der Wüste bin, habe ich keine Möglichkeit, Wasser aus der Luft zu ziehen. So, was fehlt? Holz. Also, ihr wisst, was jetzt kommt. Holz fällen. Bitte einmal Kahlschlag, vielen Dank. Das müsste eh, wenn die Farmen errichtet werden, einiges abgebaut werden, das passt also. Machen wir den Hornbläser, dann können wir nämlich Ombu gleich sagen, wie er sich zu lenken hat. So, komm, die Farmen haben jetzt die höhere Priorität. Eine kleine Gruppe von Nomaden, die nehmen wir natürlich auf.
Mykologe ist errichtet worden. Sehr gut. Also komplett auf Anbau von den Pilzen und alles. Die Pilze brauchen wir nämlich später. Hoffentlich geht er da hoch. Dann habe ich nämlich die Möglichkeit, noch Leute aufzunehmen. Den deaktiviere ich jetzt erstmal. So, wie sieht denn die Forschung gerade aus? %85, oh ja. Bitte geh da hoch, bitte geh da hoch. Nein, er geht da weiter. Okay, schade. Ich laufe in die gleichen Gebiete rein, nur da oben hätte ich halt den Vorteil gehabt, dass ich noch Leute bekommen hätte. Okay. Da bräuchte ich mindestens 3 zum Anbau. Da reichen 3. Da bräuchte ich auch 3. Da bräuchte ich natürlich, wenn es geht, am besten 2. Ja, Forscher habe ich schon Maximum. In der Wüste ein Kälteeinbruch. Super. So, Pilze und ich habe 2 Farmen bzw. 3 plus einen Bärensammler. So, Holz, Holzbretter, ja, das kriege ich hin. Gut, Onbo wird langsam müde. Das heißt, er wird sich bald hinlegen und schlafen. Oh, guck mal, da ist ein Schlafplatz. Das wäre ja eigentlich eine Möglichkeit. Und da ist auch, guck mal, da sind noch Leute. Das wäre super. Jawohl, er legt sich hin. Okay, na, das ist gut. Dann kann ich jetzt hier noch schön ausbauen und vorbereiten. Ach, da kommt jetzt ein Holzbrett über. Kundschafterhütte. Kundschafter ist sehr wichtig, dann kann ich nämlich auf Außeneinsätze gehen. So, und das letzte Holz, das kriege ich auch noch hin. Thank you.
Jetzt kommt mitten in der Wüste der Kälteeinbruch, warum nicht? So, Nomaden. Das ist gut, wenn ich die kriege. Gut, geht ihr jetzt mal nur auf Ernte. Fällt alles, was ich euch gesagt habe. Ah Gott, oh Gott, Moment, warte mal. Stopp. Ernteaufgabe entfernen, hier bitte. Hier wird nicht geerntet. Ui, das war knapp. So. Nomaden, die eine neue Heimat suchen. Ja, kommt her. So, dass ich die Kundschafterhütte jetzt bauen kann, das ist sehr gut. Höchste Priorität bitte. Jetzt gehen sie ans Bäumenfällen, sehr gut. Da kann ich ja jetzt wieder auf Generalist gehen. So, gut, die habe ich jetzt da. Hornbläser wurde eingerichtet. Ich kann doch hier die Arbeitsverwaltung machen. Dann gehe ich hier von dem Pilztyp 1 runter. Der müsste doch jetzt hier oben sein, oder? Ach nee, warte mal, die sind ja jetzt hier. Ach, noch eine kleine Gruppe von Nomaden, super. So, dann habe ich jetzt meine Generalisierten da. So, erstmal pausieren.
aktuell habe ich ja nur Rüben, aber wenn, dann baue ich hier natürlich was anderes noch an. Dass ein bisschen Abwechslung auf den Teller kommt. So, ich bin jetzt eh in der Wüste. Jetzt beeilt euch hier mal mit den Holzbrettern. Höchste Priorität machen wir jetzt hier. So, und während Onbu schläft, beenden wir die Forschung. Onbu-Küche. Sehr gut. Während Onbu schläft, beenden wir die Folge. Danke, dass ihr dabei wart, liebe Freunde. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und Moment. Achso, die Onbu-Küche wird jetzt erst erforscht, ja. Und ja, dann können wir vielleicht schon die ersten Kundschafter wegschicken. Also, vielen Dank fürs Dabeisein. Bis dann und ciao.